Schau mich an und hör mir zu. Du und ich, wir können nichts ohne Jesus. Absolut nichts. Doch mit ihm können wir alles. Es gibt nur einen Weg, um ein glückliches Leben zu führen. Wir müssen tun, was Gott uns sagt. Gesegnet sind alle, die das Wort Gottes hören und danach leben. Danach leben. Auch als Jesus in Johannes 13 über die Fußwaschung sprach, sagte er, ihr wisst das alles, nun handelt auch danach. Das ist der Weg des Segens. Es wird erst dann deutlich, ob ich das, was ich zu wissen vorgebe, auch wirklich verstanden habe. Wenn ich nach diesem Wissen handle. Falls die biblischen Prinzipien noch nicht so sehr Teil von mir geworden sind, dass ich auch danach lebe, muss ich mich ausführlicher damit beschäftigen, immer und immer wieder, bis sie sich in meinem Verhalten widerspiegeln. Wisst ihr, oftmals tanzen wir um den heißen Brei herum, wir tanzen und tanzen herum, wir drehen uns immer wieder im Kreis in der Hoffnung, dass Gott seine Meinung ändert, aber er ändert seine Meinung nicht. Kürzlich las ich das Buch Jona mal wieder, um mich auf einen Vortrag mit dem Titel »Läufst du vor Gott weg?« vorzubereiten. Weglaufen bringt nichts, denn ganz gleich wie weit oder wie schnell wir laufen, Gottes Ziel ist es, uns an den Ort zurückzubringen, wo wir von ihm weggelaufen sind. Gott sagte Jona, dass er nach Ninive gehen sollte, und interessanterweise ging er nach Tarsis. Ein Blick auf die Landkarte zeigt, dass das genau die entgegengesetzte Richtung von dem Ort war, wo er eigentlich hingehen sollte. Er kam nicht nur ein bisschen vom Kurs ab, sondern ging genau in die entgegengesetzte Richtung von der, die Gott ihm genannt hatte. Er liebte Gott zwar, wollte aber nicht tun, worum Gott ihn gebeten hatte. Das heißt, seine Liebe war offensichtlich nicht stark genug. Wer von euch weiß, dass es verschiedene Stufen der Liebe gibt? Jesus sagte, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten, wohlgemerkt. Er sagte nicht, wenn ihr meine Gebote haltet, dann liebe ich euch. Wir erkaufen uns seine Liebe nicht. Er liebt uns aus freien Stücken und bedingungslos. Aber er sagt, wenn ihr mich liebt, was im Grunde bedeutet, die Liebe zu erwidern, die er uns schenkt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Das heißt nicht, dass wir auf einen Schlag hundertprozentigen Gehorsam erreichen werden. Im Gegenteil, wenn Jesus kommt, um uns zu sich zu holen, werden wir immer noch auf dem Weg der Veränderung sein. Es ist eine Sache des Herzens. Es geht darum, unser Herz und unseren Sinn auszurichten. In der Bibel sind diese Begriffe oft austauschbar. Gesinnung bezieht sich auf unser Herz und das Herz meint auch unsere Gesinnung. Das alles ist der innere Mensch. Falls ihr das noch nie bewusst getan habt, dann möchte ich euch ermutigen, heute wirklich euer Herz und euren Sinn darauf auszurichten, das tun zu wollen, was Gott von euch möchte. Und gebt nicht auf, bis sich der Erfolg in eurem Leben einstellt, den ihr euch wünscht. Der Apostel Paulus sagte in Philipper 3, dass er auf das Ziel der Vollkommenheit zusteuere. Er steuerte darauf zu, aber er sagte auch, ich will nicht behaupten, ich hätte dies alles schon erreicht. Ich bin noch nicht vollkommen. Es gibt niemanden in diesem Saal, der schon am Ziel angekommen ist. Ich auch nicht, oder? Niemand muss sich schlecht fühlen, denn keiner von uns hat das Ziel bisher erreicht. Vielleicht habe ich bereits einen Bereich im Griff, mit dem ihr noch zu kämpfen habt. Aber vielleicht habt ihr dafür einen anderen Bereich im Griff, der mir Mühe macht. Und Paulus sagt, aber ich arbeite darauf hin. Manchmal muss man Stück für Stück daran arbeiten. Aber ich arbeite auf den Tag hin, an dem ich endlich alles sein werde, wozu Christus Jesus mich errettet und wofür er mich bestimmt hat. Das liebe ich. Jesus ist nicht für uns gestorben, damit wir ein lauwarmes, halbherziges, unentschlossenes Leben führen. Und Lichter sind, die mit einer dicken Schmutzkruste bedeckt sind. Nein, er ist gestorben, damit wir so sein können wie er, um ihn in der Gesellschaft zu repräsentieren, sodass Menschen uns wahrnehmen und sagen, ihr seid anders. Wenn Christen so sind, will ich auch einer sein. Na kommt. Wenn Christen so sind, dann will ich auch einer sein.
Es ist Zeit, dass wir Farbe bekennen und hervorstechen. Es ist Zeit, dass wir unser Licht leuchten lassen. Philipper 2, ab Vers 12. Die Bibelstelle ist relativ lang, aber wir werden sie einblenden lassen. Ich möchte, dass wir sie uns zusammen einmal genauer anschauen. Liebe Freunde, schreibt Paulus an die Philipper, als ich bei euch war, habt ihr meine Anweisungen immer treu befolgt. Jetzt, in meiner Abwesenheit, müsst ihr noch mehr darauf achten, dass Gottes Liebe in eurem Leben sichtbar wird. Das heißt nicht, dass wir uns Gottes Liebe verdienen müssen. Gott liebt und rettet uns aus freien Stücken. Es ist ein Geschenk. Er sagt nicht, dass wir uns seine Liebe verdienen müssen, sondern dass wir darauf achten sollen, dass seine Liebe in unserem Leben sichtbar wird. Ich will es mal so erklären. In dem Moment, indem wir uns entscheiden, Jesus Christus nachzufolgen, legt Gott ein unglaublich wertvolles Guthaben in unserem Inneren, in unserem Geist an. Ich werde euch gleich noch eine andere Bibelstelle dazu zeigen, aber fürs Erste möchte ich nur sagen, dass jeder von euch, der sich für Jesus Christus entschieden hat, quasi schwanger mit Gutem ist. Selbst Männer sind schwanger. Ihr seid schwanger mit Heiligkeit, ihr seid schwanger mit der Frucht des Geistes. Ihr seid schwanger mit Güte, mit Freundlichkeit, mit Geduld, mit Sanftmut, mit Demut, mit Selbstbeherrschung. Sprich, ihr habt einen Samen von allem, was Gott ist, bereits in eurem Inneren. Ihr habt ihn, sagt alle, ich hab ihn. Aber er ist noch nicht ausgereift. Er hat noch nicht vollständig Gestalt angenommen. Wisst ihr, der Apostel Paulus sagte, er wolle mit den Gläubigen daran arbeiten, ganz gleich, was es erforderte, bis Jesus vollständig in ihnen Gestalt angenommen hätte. Etwas Ähnliches tue ich hier auch. Ich liebe es, wenn Menschen sich zum ersten Mal entscheiden, Jesus Christus nachzufolgen. Und in dieser Hinsicht bin ich sicherlich auch eine Evangelistin. Aber meine Hauptaufgabe im Leben ist, Menschen, die sich bereits zu Jesus bekennen, zu mehr Wachstum und Reife anzuregen, damit sie die Person sein können, die Gott aus ihnen machen möchte. Mehr als alles andere möchte ich, dass ihr das empfangt, was Jesus euch durch seinen Tod ermöglicht hat. Ich möchte, dass ihr Frieden und Freude habt und ich möchte, dass ihr euch selbst mögt. Ich möchte, dass ihr wisst, wie man gut mit anderen auskommt und dass ihr eure Gaben für Gottes Sache einsetzt. Ich möchte erleben, wie ihr die Oberhand gewinnt und frei von Gefühlen der Schuld und Verurteilung seid, frei von Scham, frei von eurer Vergangenheit und begeistert über eure Zukunft. Darum geht es mir. Ich wünschte mir, dass wir alle vor Liebe nur so übersprudeln, dass sich die Menschen in der Gesellschaft zu Jesus hingezogen fühlen, durch uns. Deshalb habe ich vor, so lange weiterzumachen, wie ich kann, um zu erleben, wie Jesus in den Menschen, zu denen ich spreche, Gestalt annimmt. Ich hoffe, dass das auch euer Ziel ist, dass Gottes Liebe in eurem Leben sichtbar wird. Warum steht da, dass wir darauf achten müssen? Weil es bestimmte Entscheidungen gibt, die nur wir selbst treffen können. Jesus hat seinen Teil getan. Er hat alles getan, was nötig war. Doch jetzt wird eine göttliche Entschlossenheit von uns verlangt. Keine rein menschliche Entschlossenheit, sondern eine heilige Entschlossenheit, die von innen herkommt und sagt, ich lege meine Fesseln ab. Ich werde nicht länger von wertlosen Dingen abhängig sein. Ich werde keine halben Sachen mehr machen. Ich werde mich mit der Bibel auseinandersetzen. Durch die Kraft Gottes werde ich im Einklang mit dem Heiligen Geist leben. Mit Gottes Hilfe werde ich mein Leben hingeben. Und solange noch Atem in mir ist, werde ich mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten, bis Jesus Christus ganz Gestalt in mir angenommen hat. Betet für Leidenschaft in eurem Leben. Ich bete jeden Tag, Gott, schenk mir Leidenschaft, Begeisterung, Eifer und Energie. Ich will keine lebende Tote sein, mich aber eine Christin nennen. Passion. Leidenschaft.
Ich lehre die Bibel schon seit über 40 Jahren und tue es immer noch mit Begeisterung. Ich fühle mich nicht immer begeistert, bevor ich auf die Bühne komme, aber ich sag euch, sobald ich hier oben stehe und euch sehe und mir bewusst wird, was die Inhalte der Bibel in eurem Leben bewirken können, steigt es wieder neu in mir auf. Leidenschaft und Eifer und Begeisterung. Wer sich zu Jesus Christus hält, der sollte nicht mit der Einstellung durchs Leben gehen. Ich schaffe das irgendwie. Ich weiß nicht, hoffentlich komme ich über die Runden, Gott. Wenn du nicht bald etwas tust, gebe ich auf. Wisst ihr, selbst wenn Gott nie wieder etwas für euch tun würde, kämt ihr immerhin nicht in die Hölle. Richtig? Selbst wenn ihr nie wieder etwas tun würde, wärt ihr immer noch gerettet. Gott lebt in euch. Ihr habt Hoffnung. Vielleicht habt ihr nicht alles, was ihr jetzt gerade wollt oder braucht, aber ihr habt Hoffnung. Ihr könnt glauben, dass sich die Dinge verändern werden. Ich hoffe, dass ich mich klar ausdrücke. Ich möchte authentisch sein. Ich möchte zu Hause hinter verschlossener Tür genau der gleiche Mensch sein wie hier auf der Bühne, wenn ich zu euch rede. Ich kann euch sagen, so habe ich nicht angefangen. Ich weiß nicht, wie ich jetzt von Philippa zu Kolosser gekommen bin. Deshalb gehorcht Gott voller Achtung und Ehrfurcht. Das ist so ein wichtiger Vers und ich frage mich, ob wir ihn noch richtig verstehen. Jetzt in meiner Abwesenheit müsst ihr noch mehr darauf achten, dass Gottes Liebe in eurem Leben sichtbar wird. Deshalb gehorcht Gott voller Achtung und Ehrfurcht. Da heißt es, nicht im Vertrauen auf euch selbst, sondern mit Ehrfurcht und mit einem sensiblen Gewissen. Es ist wichtig, dass wir ein sensibles Gewissen haben. Es ist wichtig, dass wir nicht unempfindlich werden und uns falsche Dinge gar nicht mehr stören. Ich möchte nicht so unempfindlich werden, dass es mich nicht stört, wenn ich höre, wie jemand den Namen Gottes missbraucht. Ich möchte nicht so unempfindlich werden, dass ich über einen schmutzigen Witz lache, den jemand anders erzählt, ohne dass es mich stört. Kommt, wir sollten in dieser Gesellschaft leben, ohne uns von ihr vereinnahmen zu lassen. Wir dürfen ihr nicht gleich werden. Ach, darauf kommt es doch nicht an. Doch, kommt es. Gott voller Achtung und Ehrfurcht zu gehorchen, bedeutet, uns vor Versuchungen in Acht zu nehmen und das zu vermeiden, was gegen Gott verstoßen und den Namen Jesus in Verruf bringen könnte. In diesem Vers steckt ein Aufruf zur Heiligkeit. Und dann Vers 13, der hat's in sich. Denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen, und er gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht. Wir können Gottes Liebe nicht aus eigener Kraft sichtbar machen. Es ist etwas, wofür wir seine Hilfe brauchen. Eines der wichtigsten Gebete, das ihr sprechen könnt, und es ist wahrscheinlich gut, das 100-mal am Tag zu tun. Gott, hilf mir, ohne dich kann ich nichts tun, ohne dich bin ich aufgeschmissen. Ich trete hier nie auf die Bühne, ohne Gott zu sagen, ohne dich kann ich nichts tun, wenn du mir nicht hilfst, vermassle ich es. Nur weil ich es tausende und abertausende Male getan habe, sage ich mir nie, ach, ich kann das. Ich habe das oft schon gemacht. Ist doch ein Kinderspiel. Nein, Gott, wenn du dich nicht blicken lässt und mir nicht hilfst, mache ich mich nur zum Narren. Schaut mich an und hört mir zu. Du und ich, wir können nichts ohne Jesus. Absolut nichts. Doch mit ihm können wir alles. Wenn wir diesen zweiten Teil weglassen, sollten wir auch nicht über den ersten Teil reden. Wenn wir nämlich nur sagen, wir können nichts ohne Jesus, nichts ohne Jesus, dann hinterlässt das bei uns das Gefühl, ich kann nichts. Ich kann überhaupt nichts, gar nichts. Gott muss das alles machen. Gott muss das alles machen. Dabei sind wir doch Partner von Gott, die sich an seiner Sache beteiligen sollen. Ohne ihn gelingt es zwar nicht, aber obwohl er alles selbst machen könnte, hat er sich entschlossen, ohne unseren Beitrag nicht viel zu tun. Jetzt wisst ihr nicht, ob ihr klatschen sollt oder nicht. Why
Warum meint ihr, hat er jedem von uns Gaben und Fähigkeiten und Talente gegeben? Wir sind seine persönlichen Repräsentanten auf der Erde. In der Bibel steht, dass Gott durch uns seinen Appell an die Welt richtet. Darf ich euch etwas sagen? Du bist der einzige Jesus, den deine Arbeitskollegen vielleicht je sehen werden. Na kommt, wir müssen Jesus verkörpern. Überlasst die ganze Arbeit nicht den 10 oder 12 Predigern, die ihr kennt. Den Druck will ich nicht. Es hängt nicht alles von mir ab. Joyce, die rettet die Welt schon. Oder wem ihr diese Arbeit sonst in die Schuhe schieben wollt. Billy Graham oder wem auch immer. Ich sag euch etwas. Es gibt Menschen, die nur ihr erreichen könnt. Es gibt Menschen, deren Leben nur ihr beeinflussen könnt. Und ich glaube fest daran, dass Gott jeden von uns strategisch platziert hat. Ihr seid nicht durch Zufall dort, wo ihr seid. Gott hat euch strategisch an einen bestimmten Ort im Universum gestellt. Er hat seine Leute überall. Wir müssen nur unser Licht leuchten lassen. Wisst ihr was? Dieser Saal steckt voller Potenzial. Was könnte alles passieren, wenn wir uns selbst mal lange genug vergessen würden, um Gott wirklich das tun zu lassen, was er durch uns tun will? Unsere persönliche Welt bricht manchmal schon zusammen, wenn wir einen Nietnagel haben. Wir halten es für großes Leid, wenn uns ein Arbeitskollege nicht zum Mittagessen einlädt. Wir müssen mal das Neue Testament aufschlagen und lesen, was die Leute dort durchgemacht haben. Aber Paulus sagte, ach, das, was ich zu erleiden habe, ist nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die auf mich wartet. Versteht ihr? Falls ihr Mühe damit habt, durchzuhalten, falls ihr Mühe damit habt, keine halben Sachen zu machen, falls ihr Mühe damit habt, Farbe zu bekennen, dann sage ich euch, gebt nicht auf. Denn wenn Jesus den Himmel teilt und wiederkommt und die Posaune erschallt, werdet ihr so froh sein. Ehrlich, dann werdet ihr so froh sein, dass ihr durchgehalten habt. Vers 14. Was ihr auch tut, tut es ohne zu klagen und zu zweifeln. Wisst ihr, die ganze Welt ist am Klagen. Wer keine Arbeit hat, klagt über die fehlende Arbeit. Wer Arbeit hat, klagt über die Arbeit, die zu tun ist. Wer nicht verheiratet ist, klagt über Einsamkeit. Wer verheiratet ist, klagt, weil er jetzt immer mit einem bestimmten Menschen zusammen sein muss. Vers 15. Philipper 2, Vers 15. Damit niemand euch irgendetwas vorwerfen kann. Als Kinder Gottes sollt ihr ein reines, vorbildliches Leben führen in einer dunklen Welt voller verdorbener und verirrter Menschen, unter denen euer Leben wie ein helles Licht leuchtet. Das fasst es doch gut zusammen, oder? Amen. Wisst ihr was? Heute will jeder ein Star, ein Stern sein. Seid doch lieber ein Star für Jesus, der hell leuchtet. Hebräer 11, Vers 24. Es ist Zeit, sich zu entscheiden. Durch den Glauben weigerte sich Mose, als er erwachsen war, sich als Sohn der Tochter des Pharaos bezeichnen zu lassen. Er zog es vor, mit dem Volk zu leiden, anstatt sich dem flüchtigen Vergnügen der Sünde hinzugeben. Mose gab seine königliche Stellung in Ägypten auf.
Er verzichtete darauf, als jemand Besonderes zu gelten, weil er erkannte, dass es etwas viel Wichtigeres gab und dass dieses Leben nicht das einzige Leben war, das er hatte. Jetzt passt auf, was in Vers 26 steht. Er hielt die Leiden, die auch Christus auf sich nahm, für besseren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah der großen Belohnung entgegen, die Gott ihm geben würde. Wir müssen unsere Beziehung zu Jesus und die Bereitschaft für seine Wiederkunft als etwas viel Größeres ansehen als all die Reichtümer, die wir je auf dieser Erde anhäufen könnten. Also, was ist, wenn ihr bei der Arbeit die gewünschte Beförderung nicht bekommt, weil ihr eure Prinzipien nicht verletzen wollt? Na und? Dann bekommt ihr eine viel größere Beförderung im Himmel, oder? Was ist, wenn ihr nun Freunde verliert, weil sie sich von eurem Glauben bedroht fühlen? Was für eine Rolle spielt es, ob ihr nun ein paar Freunde verliert und vorübergehend etwas einsam seid? Dann wird Jesus vielleicht zu eurem besten Freund. Das wäre doch ziemlich cool, oder? Ja, manchmal muss man auf etwas verzichten. Manchmal muss man etwas aufgeben, wenn man für Jesus Farbe bekennen will. Wer von euch hat schon festgestellt, dass es in unserer heutigen Gesellschaft gar nicht so leicht ist, die Dinge umzusetzen, die ich heute anspreche? Besonders für Menschen in der Wirtschaft. Es ist schwierig. Ich möchte euch ermutigen, euer Licht leuchten zu lassen, anstatt faule Kompromisse einzugehen. Trefft die gleiche Entscheidung, die Mose treffen musste. Unser Verhalten ist wichtig, denn unser Verhalten ist das, was Menschen sehen. Sie sehen nicht unser Herz, sondern unser Verhalten. Und ganz gleich, wie nett wir innerlich sind, früher oder später, muss das auch nach außen hin sichtbar werden. Ich glaube, wir sollten aufhören, Gott immer zu sagen, dass unser Herz doch am rechten Fleck ist, und stattdessen das tun, was er uns zu tun gibt. Ich drücke das nochmal anders aus. Wer von euch ist sich dessen bewusst, dass wir oft Ausreden für unser schlechtes Verhalten auftischen? Okay, wisst ihr was? Nichts verändert sich, bis die Ausreden verschwinden. Das ist bei euch noch nicht richtig angekommen. Ich setze mich mal hin. Ich bin müde. Ich sagte, nichts verändert sich, bis die Ausreden verschwinden. Nichts, bis ich aufhörte, mein schlechtes Verhalten immer damit zu entschuldigen, dass ich 15 Jahre lang von meinem Vater sexuell missbraucht worden war, änderte sich für mich nichts. Nichts änderte sich, bis ich diese Sache nicht mehr als Ausrede benutzte. Wisst ihr, was Gott schließlich zu mir sagte? Er sagte, es ist zwar der Grund, warum du so bist, wie du bist, aber mach daraus keinen Vorwand, so zu bleiben, wie du bist. Wenn wir in den Genuss von Gottes Bestem kommen wollen und wenn wir haben wollen, was Jesus uns durch seinen Tod ermöglicht hat, dann müssen wir verstehen, welche Kraft Gott uns zur Verfügung gestellt hat. Er möchte, dass wir frei von Sünde sind, frei von unserer Vergangenheit, in jeder Hinsicht frei. Ich glaube, dass Gottes Wille für Sie Freiheit ist. Und ich möchte Sie ermutigen, so viel wie möglich über diese Freiheit zu lernen und dann darin zu leben. Fragen? Schreiben Sie uns eine E-Mail. Unser Team hilft Ihnen gerne weiter. Freuen Sie sich schon auf die nächste Sendung? Dann helfen Sie uns doch dabei, die Sendungen, die Sie selbst mögen, weiterhin regelmäßig zu produzieren. Unterstützen Sie uns dabei, wertvolle Inhalte für Menschen in Not aufzubereiten und täglich zu senden. Weitere Informationen dazu finden Sie auf joyce-meyer.de/mithelfen. Vielen Dank, dass Sie es sich überlegen. Gott segne Sie.
Als ich das erste Mal an diesen Ort außerhalb der Stadt kam, war er sehr verlassen. Mit hohen Bäumen, Felsen. Es war ein ideales Versteck für Leute, die in illegale Aktivitäten verstrickt waren. Indien ist ein sehr armes Land. In vielen Gegenden gibt es keinen Zugang zu Trinkwasser. Viele dieser Orte sind unbewohnt. Als wir angefangen haben, hier einen Brunnen zu bohren, zogen immer mehr Leute in diese Gegend. Denn das Wasser ist eine wichtige Grundlage für die Menschen, damit sie Häuser bauen und eine Heimat finden können. Seit über 30 Jahren sind wir von Hand of Hope, dem christlichen Hilfsdienst von Joyce Meyer Ministries, in Indien aktiv. Bis heute haben wir hunderte Brunnen und Kirchengebäude errichtet. Hier gibt es ein paar Brunnen, ungefähr 3 oder 4. Aber sie sind jeweils einer Gesellschaftsgruppe oder Religion zugeteilt. Anderen wird nicht erlaubt, dort Wasser zu holen. Wir haben diesen Brunnen extra außerhalb des Kirchengeländes gebohrt, damit hier jeder Tag und Nacht Wasser holen kann. Wir hatten anfangs 30 bis 40 Menschen, die unseren Gottesdienst besucht haben, obwohl sie eigentlich nur Wasser holen wollten. Aber nun nehmen mehr als 500 Menschen an unserem Gottesdienst teil. Wir haben hier etwas gestartet, was die örtlichen Pastoren weiterentwickeln kann. Die Gemeinde kann unter ihnen wachsen. Sie können neue Leiter finden und ausbilden, die dann wiederum eigene Gemeinden gründen. So lernen durch dieses eine Projekt viele Menschen Jesus kennen. Ist das nicht wunderbar? Es ist mir so eine Ehre, heute mit euch hier zu sein. Im Namen von Joyce Meyer Ministries und Hand of Hope nehmen wir jetzt diesen Brunnen in Betrieb. Wir beten, dass dieser Brunnen für die Menschen in dieser Gegend eine große Hilfe sein wird und ein Zeichen dafür, wie sehr Gott sie liebt. Die Joyce Meyer Zuschauer fragen uns oft, wie kann ich meine Finanzen in den Griff bekommen? Wie gehe ich mit Ablehnung und Mobbing um? Wieso fällt es mir so schwer, mich selbst anzunehmen? Die Antworten finden Sie hier drin. Joyce Meyer thematisiert in diesen Heften die am häufigsten gestellten Zuschauerfragen. Bedeutet für Sie kompakte Antworten zum günstigen Preis. Sie möchten alle? Kein Problem. Im Set sind sie sogar noch günstiger. Rufen Sie an unter 040 88 88 411 11 oder bestellen Sie im Internet unter joyce-meyer.de/hefte.